Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wieder schön, dass ihr dabei seid. Wir sind in Folge Nummer 3 von Oxygen Not Included. Wir haben hier das Wasserproblem, oder Problem ist es ja nicht, wir wollen das Wasser von hier oben nach da unten haben. War letztes Mal noch aufgefallen, dass hier unten nicht genug Platz ist, um das Wasser da reinzubringen. Ne? Also das ist unser Ziel, dass wir da uns drum kümmern. Das nächste, was uns fehlt, ist dann natürlich die Forschung. Mal gucken, ob wir die hier hinbauen oder vielleicht kommt sie auch nachher hier hin. Das müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ne? Wir werden sehen. Dann würde ich sagen, kurz das Intro und wir sehen uns gleich. So, da läuft das Spiel wieder. Wir sind hier schon fleißig am Graben. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier was freikriegen. Aber das machen die Herrschaften ja schon. Jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, wir könnten erstmal das freischaufeln. Ist ja schon mal richtig. Aber das ist ja Sand hier, ne? Ich hoffe, das bricht uns da nicht weg. Das wäre nicht so gut, aber irgendwie wird das schon gehen. Und ja, gucken mal, wird schon werden. Irgendwie kriegen wir das gleich hin, ne? Der soll mal da buddeln, bis er da hinten erstmal ist. Und dann der kann auch hier schon wegbuddeln. Ja, kann er schon. Okay, was machen sie jetzt? Keine Luft mehr, ist klar. Okay, Sauerstoff produzieren wir mal. Das dürfte nicht das Problem sein. Die Alge ist weg. Ich glaube, wir machen das auch noch weg. Dann macht er da noch einen Boden hin. Das können wir auch noch mitmachen. Macht er schon den Boden als erstes? Das wäre wichtig. Wie sieht es hier oben aus? Okay, da ist Oxylit. Hier wird noch weiter gegraben. Ja, komm, dann machen wir das gerade auch noch zu Ende. Und, was machen wir hier? Warte mal, das ist, hier ist die normale Ebene. Wir könnten da mal gerade Steine setzen, dann da oben, oder? Mach das mal so. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Hier wird schon ordentlich gebuddelt. Lass uns mal hier noch das weggraben und das weggraben. Das sollte eigentlich noch gehen. Da wird die Leiter gebastelt. Okay, da kommen wir sowieso nicht hin, weil der da noch ist, ne? Da oben wird schon fleißig gearbeitet, das ist gut. Ja, der macht da seine Arbeit, die macht hier seine Arbeit, die Ellie. Dritter ist... Stinky hat es wieder nicht ins Bett geschafft, oder was? Das kann ja nicht sein, oder? Nicht so toll, ne? So, Stinky hat das schon weggemacht. Stinky kann da jetzt aber nicht hin, weil das da noch fehlt, oder? Ne, Ellie ist es ja. Stinky liegt ja da. Der Schlafwandler. Warum schläft er denn jetzt da? Stinky... Ja, das wollte ich gar nicht. Nee, ich wollte Stinky jetzt mal gerade haben. Da ist er. Erschöpft, hungrig. Angenehme... Ja, okay, vorbei. Gesundheit, Stress. War in der Bio was drin? Schutzanzug, Benutzer, Forschung, Versorgung. Keine Ahnung, warum der da jetzt so rumhängt. Nachteule, okay. Aber er muss doch das Bett hier finden können, oder verstehe ich mich da? Oder gibt es hier irgendwo... Ich weiß auch nicht. Ah, das hat schon mal geklappt, ne? Aber nicht unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder? Lass uns mal schnell hier... Ne, Sanitär war's. Jetzt eine neue Pumpe bauen. Die soll mal... dahin. Ja, die kann mal dahin. Okay, das Wasser sind wir da dann gleich los. Ja, ist jetzt zwar hier hoch, aber das ist ja jetzt auch nicht so wild, ne? Lass uns mal hier eine Leiter. Oder? Ach, da brauchen wir keine Leiter reinsetzen. Lass uns mal den Boden da reinzaubern. Ach, Quatsch, das war hier. Hier kommt erstmal der Boden weiter lang hin. Gucken. Ellie macht das da schon mal. Ist natürlich jetzt schlecht da im Wasser, aber ist halt so. Ja, der kann auch weg, dann kann die da rüber springen. Kommt ein bisschen mehr Platz auf, oder? So, die Pumpe ist schon mal da. Das ist schon mal nicht schlecht. Und... ja, sie kann da raus. Dann können wir diese Pumpe zerlegen. Machen wir Prio 6 daraus.
Allerdings, wenn die Pumpe weg ist, machen wir nur 4 da raus und machen wir hier erstmal die 6 raus, oder? Wie kriegen wir das hin? Keine Ahnung. So, wer ist denn jetzt hier? Ellie ist am Händewaschen, das ist alles gut. Das machen wir mal so und das machen wir auch so. Weil wir brauchen das ja nicht andersrum, ne? Da wird gegessen schon, okay. Stinky macht die Toilette sauber. Ich weiß nicht, warum er nicht das Bett genutzt hat. Das ist sein Bett hier. Wie ist denn der Zeitplan? Warum klappt das nicht, dass er ins Bett findet? Stinky ist hier. Ach, er hat gar keine Nacht. Das ist das Problem. Ich glaube, das hat er auch schon mal jemals geschrieben, oder? Kann das sein? Deswegen pennt er immer da. Ja, vielleicht klappt es dann jetzt für ihn, dass er mal ins Bett geht. Aber er macht auf jeden Fall Strom. Ach so, Strom ist ein gutes, guter Hinweis auf Forschungsstationen, ne? So, jetzt machen wir Überlegung. Da wir das abbauen, gehe ich von aus, dass wir das hier am besten hinbauen, oder? Ja, bau das mal hier hin. Strom ist voll und Stinky kann jetzt was bauen. Jetzt baut er erstmal da was ab, das ist auch gut. Wir können dann hier auch mal schon mal ein bisschen was weggraben. Was macht Stinky jetzt? Pause? Er macht Pause, oder? Rückenschmerzen, ja, weil er schlecht geschlafen hat. Da brauchen wir nicht drüber reden. Macht er da schon einen Stein hin? Ja, sehr gut. Gut. Jetzt baut er da den zweiten. Das ist auch sehr gut. Die soll ja weg. Das passt dann schon. Okay, und dann müssen wir hohe Prioritäten nur einen Stein da hinsetzen. Wenn, naja, jetzt geht das natürlich noch nicht, weil er das noch nicht weggeräumt hat. Er geht auf Toilette, aber die anderen beiden sind schon soweit. Sehr gut. Gut. Ja, dem wird es ja dann auch mit der Zeit besser gehen, wenn er dann jetzt gleich Betten nutzen darf, ne? So, das mit dem Wasser, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Was mir da ja nicht gefällt, ist, dass das, wenn hier einer eine große Sauerei macht, dann haben wir das Problem, dass da das Frischwasser dreckig wird, ne? Dann mache ich das lieber so. Ich hoffe, diese Person geht jetzt nicht unten hin und baut das. So, dann brauchen wir für den Stromgenerator auch noch Strom, für den Stromgenerator, für die Forschungsabteilung auch noch Strom, ne? Gut. Hier können wir weiter graben. Jetzt wird gleich Ellie da runterfliegen, oder wie sehe ich das? Nee. Ach so, die Leitungen werden gerade gemacht, auch gut. So, jetzt machen wir die Prio mal gerade hier auf 9. Dann den Ziegel bauen wir auch mal auf 9. So, dann passt das. Ist der Ziegel jetzt aber immer noch auf 9. Das wollen wir dann aber nicht beibehalten, ne? 5 reicht dann erstmal. So, keine Forschung ausgewählt, da ist Strom drauf. So, dann soll es mal vorangehen. Wir wollen als erstes was zu essen haben. Also das hier. Das ist schon wichtig, dass wir Nahrung machen, ne? Gut, das läuft dann. Kompost machen wir vielleicht hier hinten hin, ne? Ziegel da und Ziegel hier. Dann den Kompost können wir... Ne, den machen wir nicht da hin. Ja, hier können wir auch noch ein Becken machen, wo entleert wird nachher, ne? Das schmutzige Wasser. Ich glaube, so bauen wir das mal. Dann fangen wir mal erstmal hier an, das hier so zu wegzumachen. Okay, da braucht jemand schon Fähigkeiten dafür. Ach guck mal, Forschung wird schon betrieben. Ellie ist da und Stinky hat sein Bett gefunden. Super.
Dann läuft es doch schon mal ein bisschen, oder? Wie haltet ihr es da? Ja, ne? Geht. Könnte besser sein, oder? So, aufgenommen. Ja, da wird schon sofort gebaut. Da gibt es auch eine Schmutzmurzel raus, oder? Ja. Da haben wir dann auch schon wieder was zu essen mehr. Haben wir hier schon die Sense dran? Oder die Sichel? Die Sense ist es ja nicht. Haben wir. Gibt es hier irgendwo Bereiche, wo wir noch was... Ne, gibt's nicht. Aber wir sind eine ganze Ecke weiter nach hier. Lassen wir gerade nach den Keimen nach der Temperatur gucken. Nicht nach den Keimen. Okay, da wird's wärmer. Hier geht's vielleicht sogar noch, ne? Da ist noch was zu essen. Müssen wir weiter gucken hier. Hier könnte es auch noch weiter lang gehen, dass es vielleicht einen Durchbruch gibt, in Anführungsstrichen, der uns da weiterhilft. Ja, Keime sind hier vor allem zu Hause, ne? Da oben geht's. Ja, nach oben links werden wir uns erstmal weiter bewegen, ohne Keime erstmal, ne? So, hier ist ja schon mal alles weggemacht. Das ist schon mal gut. Aber da wurde bis jetzt noch nicht so ganz aufgeräumt, ne? Aber das ist okay. Es ist schon angewählt. Gut. So, Forschung läuft. Hier wird noch was gebaut, aber es wird erstmal aufgeräumt. Das sind die einzigen Aufträge, die gerade da sind. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also hier müssen wir jetzt mal gerade noch einen Flaschenentleerer machen. Warte mal, das ist ein... Der Kompost braucht zwei. Dann brauchen wir ein Waschbecken zwei und der Flaschenentleerer muss hier stehen. Dann passt das nicht so ganz. Dann würde ich sagen, ändern wir da nochmal dieses Stück weg. Mach das auch nochmal weg. Ach guck mal, wir haben einen Flaschenentleerer da unten. Dann brauchen wir den da gar nicht. Dann waren wir da ja schon sehr sorgsam. Aber mir gefällt das eine nicht und das ist... 2, 4. Ah, der steht zu hoch. Hier müsste man gucken. Da geht's so lang, ne? Dann würde ich dann vorschlagen, dass wir hier nochmal eine Leiter machen erst. Zum Flasche entleeren geht's dann da lang. Und lass uns das gleich hier richtig bauen. Und da gibt es dann ein Sanitärwaschbecken daneben nochmal, so ein Waschzuber. Ah ne, das war bei Medizin. Den stellen wir hier hin. Weil dann können die da lang nachher gehen, das entleeren. Das zerlegen wir mal gerade. Das auch. Und das... Ach ne. Das auch bitte zerlegen. Und wir machen da erstmal eine Tür hin. Und graben hier was frei. Dann können die da so runtergehen. Und da muss jetzt noch ein Ziegel hin. Dann können die da lang gehen, das zerlegen. Und wir gucken zu, dass wir irgendwo noch einen Komposthaufen hinkriegen. Ach so, Veredelung. Aber Veredelung geht noch nicht, muss ja noch geforscht werden. Der soll dann hier unten noch hin, oder? Gut, passt erstmal. Strom wird wieder gemacht. Er kann weiter forschen, ist aber auch gleich schon abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Müssen wir gucken, dass wir das fertig kriegen. Also das Wasserproblem haben wir gelöst. Forschung haben wir gelöst. Waren schon unsere Ziele eigentlich, ne? Oder wie sehe ich das? Jetzt brauchen wir dann als nächstes noch ein bisschen Essen, ne? Forschung abgeschlossen. Gut, dann brauchen wir eine neue Forschung. Und zwar... Ah, hier sind natürlich schon die coolen Äckerbeine. Batterie? Naja, brauchen wir jetzt noch nicht so wirklich. Ist da jetzt schon irgendwas... Naja, ich glaube, da ist jetzt noch nichts. Ne? Das wäre schon gut für Dingens. Sag schon, Nahrung besser. Ich glaube, wir gehen schon hier auf diesen Punkt erstmal noch. Wunderbar. Wofür war er hier? Weil wir die Wasserpumpe da hatten. Das können wir zerlegen. Die Wasserpumpe sitzt ja jetzt erstmal hier unten. Ganz weit weg, ne? Machen wir mal so. So, jetzt wird hier weitergearbeitet. Ja.
Das Wasser ist schon mal runtergefallen, das ist schon mal gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir die beiden auf jeden Fall als nächstes noch da wegmachen. Kann man da rechts, links schon wischen? Ja, kann man. Okay. Da ist jemand auf Toilette gegangen, das ist auch gut. Die Forschung läuft schon noch. Ach so, da kann man nicht rein, deswegen kann man da auch nicht graben, ne? So geht's dann. Gut, zwei sind auf Toilette. Ja, macht doch erstmal einen ganz guten Eindruck alles, oder? Hier müssen wir fertig weiter werden. Ja, da wird bald entleert werden müssen dann, ne? Okay, nasse Füße sind jetzt nicht gut, ist klar. Hat sich aber nur was zu essen da geholt. Rennen muss da gucken, dass er da fertig wird. Das kriegen wir aber auch noch alles hin. So, Ellie holt sich wahrscheinlich aus dem Dingens da oben was zu essen. Nährstoffriegel, alles klar. Und da wird Schmutzwurzel gegessen. Wenn er dann fertig ist mit dem Tisch, dann können wir den auch hinstellen. Aber das ist ja erstmal alles gut, denke ich mal, ne? Oder? Gut, Fertigkeiten haben wir nichts zu vergeben. Fertigkeiten wollte ich auch gar nicht hin. Ich wollte nach Prioritäten hin. Rennen macht Kochen. Und Ellie, das ist jetzt nicht zu priorisieren, aber Graben ist zu priorisieren. Und Stinky ist jetzt derjenige, der sich, ne, gerade in Forschung besonders hervortut. Kochkunst, Athletik. Und Ellie ist Graben und Landwirtschaft. Ja, wir haben jetzt gerade keinen direkten Forscher, dann lassen wir das erstmal so, denke ich, oder? Wenn sie nichts zu tun haben, ne? Ach, guck mal an, da ist gerade ein Aufstieg gewesen. Stinky kann jetzt... Ich mache erstmal die verbesserte Tragfähigkeit, das ist wichtig. So, er wischt auch schon. Und ach so, Koloniezusammenfassung, da haben wir dann Bett und Bad erreicht, ne? Genau, wunderbar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal soweit durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.